that's the good news. Ja, also guten Morgen auch denen, die ja gerade noch reinkommen. Unser erster Vortrag wird gehalten von Herrn Professor Christian Schlüchter. Er hat gesagt, ich soll ganz wenig über ihn sagen. Das Thema ist interessant, dass er aus der Schweiz kommt, würde man hören. Aber drei Sätze sind trotzdem erlaubt. Er promovierte 1973 an der Universität Bern mit einem quartärgeologischen Thema. Und ab 1975 war er an der ETH Zürich, wo er auch die Lehrbefugnis erwarb. Und von 1993 bis 2012 war er Inhaber des Lehrstuhls für Umwelt- und Quartärgeologie an der Universität Bern. Und er wurde durch seine Erkenntnisse weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Und jetzt wird er uns seine Forschungen vorstellen. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, Ihre Einladung hat mich außerordentlich gefreut und ich danke Ihnen sehr herzlich dafür. Ich spreche heute nicht über die ultimative Wahrheit im Klimageschehen, sondern ich erzähle Ihnen vielmehr eine Geschichte über bestimmte Objekte, die dummerweise an der falschen Stelle liegen, oder? Es sind aber Objekte, die mich seit Jahren faszinieren und ich hoffe, dass ich ein klein wenig etwas von dieser Faszination, die ich bei der Arbeit habe an diesen Dingen, Ihnen auch rüberbringen kann. Damit das etwas einfacher ist, habe ich da vorne eine kleine Ausstellung mitgebracht von solchen Objekten. Sie können dann nachher die anschauen gehen. Ich muss leider nach dem Vortrag wieder nach Hause und ich bitte Sie einfach, das eine Objekt, wenigstens das eine, nicht verschwinden zu lassen. Auch wenn jetzt Winter kommt und es Holz ist und man das verfeuern kann, bitte, ich hoffe einfach, ein Kollege aus der Schweiz wird die wieder mitbringen in die Schweiz. Also solche Dinge soll man ja nie alleine machen, das kann man ja gar nicht, oder? Und Sie sehen hier eine lange Liste von Namen, das sind einige dabei, Georges Bonani, dann vor allem ist es die Irka Heidas, natürlich Thomas Stocker, Malin Ziemer, die mit Datierungen beschäftigt sind an diesen Objekten. Das andere sind vorwiegend Diplomierende, Doktorierende, die mit mir zusammengearbeitet haben an der Uni Bern oder an der ETH Zürich. Dann, ich beginne mit etwas ganz Einfachem. Das ist eine Gebirgsstrecke, eine Passstrecke vom Julierpass, oder? Also der Julierpass ist hier oben, das Engadin ist hier unten. Und das ist wahrscheinlich eine Strecke, die, wenn Sie alpine Velotouren machen, also Fahrradtouren machen oder mit dem Motorrad unterwegs sind, die Sie verflucht haben, oder? Also, Sie kommen hier über den Julierpass von Mittelbünden, dann geht es so schön runter, dann haben Sie etwa 2 Kilometer eine wunderschöne flache Alp und dann wird es kurvig, oder? Das merken Sie vor allem, wenn die Straßenverhältnisse nicht ideal trocken sind, dann gibt das gewisse Gefahren, dass man dann in diesem Steinhaufen drin landet. Dieser Steinhaufen ist nicht irgendein Steinhaufen, sondern das ist die Ägäsenmoräne am Julierpass. Und diese Ägäsenmoräne am Julierpass, das sieht man, das ist eben ein steiniges, blockiges, grobkörniges, sehr grobkörniges Element. Und das hat seinen Grund, wie alles in der Geologie.
Man sieht, hier oben ist der Pfeil in den Wadret La Greffe hinauf. Dort oben ist heute noch ein kleiner Restgletscher, der La Greffe-Gletscher. Und von diesem, aus diesem Kar runter kam eben zur Ägäsenzeit der Gletscher und hat hier mächtiges, blockiges Material in Form einer Moräne aufgefahren. Das ist ja nichts Außergewöhnliches, oder? Ein Gletscher kann eine Moräne bauen, wenn er genug Geologie mitführt, aber diese Moräne hier ist nun wirklich, weil sie so grobkörnig ist, kennt man sie aus dem ganzen Alpenraum als solche. Und der Grund, weshalb sie so fantastisch grobblockig ist, ist ganz einfach. Bevor dieser Gletscher wieder angewachsen ist, war das Eis praktisch verschwunden. Und das Interessante daran ist nun das Alter. Diese Moräne gehört zur Kältephase der jüngeren Dryas, zwischen 2,7 und 11,4000 vor heute, und markiert den letzten Kältepuls gewissermaßen der letzten Eiszeit. Wichtig ist aus Bezugsgeometrie, dass eben vorher der Gletscher praktisch ganz verschwunden war und dann in diesem Kargebiet sehr viel Material angefallen ist. Also das, damit hängen wir gewissermaßen an der letzten Eiszeit an. Solche Fieberkurven kennen Sie zu Genüge. Das ist einfach eine mehr. Hier haben wir die Zeitachse, 0, da sind wir heute, gehen zurück. Hier steht wieder Ägäsen, das ist diese Kältephase, 11,4 bis 12,7. Und vorher, das war diese erste Wärmephase nach der letzten Eiszeit, wo nun die Gletscher der Alpen praktisch ganz weg waren. Deshalb dann der frische geologische Input beim Vorstoß von Ägäsen in den Julierpass hinunter. Dann sehen Sie auch, da ist nicht so viel passiert und dann hier während der kleinen Eiszeit, in der wir ja eigentlich immer noch stecken, sind dann die Gletscheroszillationen wieder betonter geworden. Das ist eigentlich die Frage, die man sich immer stellt, oder? Wir haben einerseits, und da mit meinem persönlichen fortgeschrittenen Alter kann ich mir das leisten, dass ich eine alte Kurve immer wieder brauche. Es ist die erste Sauerstoffrekonstruktion aus dem grönländischen Eis, das ist der berühmte Camp Century Core. Und habe das hier rot angemalt. Hier noch einmal Bölling-Alleröd, das ist die jüngere Dryas, also die Ägäsen-Moräne am Julierpass. Und dann wird es wärmer. Und eben gewissermaßen geht das dann langweilig. Also diese langweilige Nacheiszeit, die hier so kleine Oszillationen hat. Ich bin viel nervöser als das Sauerstoffsignal in Grönland, oder? Dieses langweilige Holozän. Das ist mal das eine. Dann das andere ist hier der Steingletscher im Berner Oberland 1991. Und dieser Steingletscher ist vorgestoßen zwischen der letzte Vorstoß zwischen 1978, Maximum 1991 mit dieser fantastischen kleinen Moräne. Die sieht man heute noch, der Gletscher ist zurückgeschmolzen, die ist leider touristisch runtergetrampelt, also zu einem fast nicht mehr erkennbaren, harmlosen kleinen Hügelchen, oder? Aber hier noch sehr schön sichtbar. Die Frage ist eben, was haben diese alpinen Gletscher während dieser langweiligen Zeit des Holozäns gemacht? Ist da überhaupt etwas geschehen? Sieht man überhaupt etwas? Und um das geht es jetzt. Also, ein anderer Gletscher, Findelengletscher bei Zermatt. Und ich zeige Ihnen dieses Bild, um zu zeigen, wir haben einmal diese wunderschönen Ufermoränen auf beiden Seiten. Das sind diese Gebilde, über die Sie hochsteigen, wenn Sie die Hütten des Alpenclubs zu erreichen versuchen. Also etwas, das Sie unter Umständen sehr gut kennen. Und das ist nun eigentlich eine interessante Situation. Über Jahrzehnte sind Diplomandinnen, Diplomanden, Doktorandinnen und Doktoranden verheizt worden, indem sie von Professoren
hier über diese Rücken gejagt wurden mit dem Auftrag, datieren Sie diese Moränenrücken so genau als möglich. Man will wissen, wann die Gletscher vorgestoßen sind, oder? Ist ja klar, oder? Das ist das Augenfällige in der Landschaft, diese Moränenwelle, oder? Dazwischen gibt es aber einen Gletscher. Und als Geologe ist nun eben dieser Abschnitt im Gebirge, der zum Gletscher gehört, ein sedimentäres Becken. Also eine Badewanne sozusagen, in der die Information von unserer Oberfläche, wenn wir uns einmal baden gehen, nun abgelagert wird. Und so ist es die Vorstellung von uns, dass wir hier nun die Information finden müssten, die zwischen den einzelnen Gletschervorstößen, die hier diese Moräne aufgebaut haben, liegen müssen. Wir schauen nun im nächsten Bild eine Aufnahme von da drüben an diesen Außenrand mal an. Und da sieht man nun, dass diese hohe Moräne, das ist nicht ein einfaches Gebilde, sondern in diesem Ding drin steckt Geschichte. Und das sieht man da, wir haben hier einen äußeren Wall, dann einen noch einen inneren, dann hier ist der nächste, etwas komplizierter, und dann der höchste. Und der höchste, der gehört nun zum letzten, zum Hauptmaximum der kleinen Eiszeit, also so 1850-51, ist ein und repräsentiert jenen Gletscherstand, jene Eismasse der alpinen Gletscher, mit die größte Masse mit der größten Längenausdehnung seit der letzten Eiszeit. Also das da. So, das wäre so die Konfiguration. Und nun ist das da passiert. Wir haben für ein ganz anderes Projekt, sind wir zum Unteraargletscher gegangen. Hier drüben ist Gletschereis. Hier ist offenbar das Vorfeld, das Überflutungsgebiet durch die junge Aare, durch den Gletscherbach. Hier sieht man noch etwas davon. Und hier kniet so ein Typ, oder? Damals hatte er noch einen schwarzen Bart, oder? Und ist da offenbar am Aufsammeln von komischen Objekten, oder? Die nicht so geologisch aussehen, aber die nun zu dieser Geologie gehören. Das sind nämlich diese schwarzen Dinger. Das sind riesige Torfballen, die haben wir dann als Hamburger bezeichnet. Und ich habe so ein kleines Hamburgerchen mitgebracht, das Sie nachher anschauen können. Und dann hat es da noch so Holzstücke, Stammstücke und so weiter. Das Interessante nun, dass diese Funde in das Sediment eingepasst sind und zu dieser Hochflut, also zum letzten Gletscherbach-Ausbruch hier aus dem Unteraargletscher gehören, also nicht zum normalen Wasserstand, sondern zu einem gewissermaßen Reinigungsereignis des hydrologischen Systems Gletscher. Wir haben uns dann immer gefragt, ja, wo kommen die wirklich her? Wie ist das? Wie kommen die hier in diese Hochflut, oder? Bis wir dann das da gefunden haben. Da sind wir am Tag nach einem solchen Ausbruch wieder hochgegangen und Sie sehen da hinten, das ist Gletschereis, hier ist das Niveau der Aare an diesem Tag, ist also gute 2 Meter höher als hier, wo ich stehe bei der Aufnahme. Vor mir ist wieder Eis, also die Aare zu diesem Zeitpunkt fließt auf Eis. Und hier drin haben wir dieses fantastische Loch, oder? Also man kann da darüber streiten, oder ich habe hingeschrieben, das ist der Eingang zur Lösung des Problems. Und das meine ich sehr ernst, weil das sind nun solche Öffnungen, und das sieht man an der sedimentären Überprägung hier vor dieser Öffnung, dass hier nun enorme Wassermassen unter sehr großem Druck rausgeschossen sind und mit diesen Wassermassen in den Ablagerungen nun zu diesem Ereignis, diese Hamburgers und Holzstücke. Also kommen die aus tieferen Bereichen des Gletschers, wenn nicht sogar von der Basis oder Unterlage des Gletschers. Aber sie kommen aus der Tiefe. Nun, ein anderer Gletscher, Glacier de Momina im Wallis, da sehen Sie einmal, das ist auch Anfangs 90er Jahre, sehen Sie die Gletscherzung nicht so gut bei diesem Licht. Man sieht die Ausdehnung wieder wie Steingletscher 1991,
eine sehr schöne Situation. Und jetzt gehen wir in den Zungenbereich und wir finden so etwas. Ein fantastisches Gletschertor, oder? Also schöner geht nicht mehr, physikalisch schöner überhaupt nicht mehr. Und im Vordergrund meine alte Motorsäge. Und diese Motorsäge muss Maßstab liegen auf diesem Stamm einer alten Arve. Sie sehen hier wunderbar, wie dieser Stamm gewissermaßen auf den Armen der Hochflut des Gletscherbachs getragen wurde und dann auf diese vorliegenden Blöcke abgesetzt wurde. Also, zwei Dinge. Einmal Transport durch Hochflut, da war viel mehr Wasser, also da war mindestens 2,5 Meter Wasserstand höher als was hier ist, oder? Also eine riesige Flut aus dem Gletschertor heraus. Und es ist nicht der einzige Stamm, den wir gefunden haben. Also es ist einfach einer von etwa 15 solchen Stämmen, die hier herantransportiert worden sind aus dem Gletschertor, über den Gletscherbach. Das schönste Objekt, das wir gefunden haben, lag hier noch im Gletschertor drin. Das war ein 9 Meter langer, etwas Stamm, etwas geringere Dimensionen, so 40 cm Durchmesser und nicht 60 wie der da oder noch mehr. Und der ist dann berühmt geworden, wurde sogar der Rektor damals der Uni Bern darauf aufmerksam, weil ich habe dann dieses Objekt da drin gesägt, oder? Weil für die Fernsehaufnahmen ist es spektakulärer, wenn irgendein alter Professor im Gletschertor drin operiert, in der Hoffnung, dass alles zusammenfällt und wieder eine Stelle frei wird, oder? Und das ist dann, das war eine sehr heikle Sache, oder? Man muss das Zeug sägen und dann darf ja das Stück, das man wegsägt, sollte dann nicht wegschwimmen, oder? Sonst ist, oder? Und dann ist tatsächlich ausgestrahlt worden und der Rektor hat mich dann zitiert und hat gesagt, bei wem bist du versichert? Da habe ich gesagt, bei dir. Die Uni Bern hat eine miserable Versicherung, das wusste ich schon, oder? Wie gesagt, bei ihm, und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass er in Zukunft mitkommt, oder? Also, das war eine gute Abmachung, oder? Deshalb konnte man mehr Proben schleppen, oder? Also von hier schon genügende. Also das ist die Situation. Fantastische Funde hier beim Glacier de Mominet. Diese Hölzer sind zum Teil, also nicht der letzte Stamm, der ist intakt da nach vorne gekommen, diese Hölzer sind zum Teil herrlich deformiert. Oder man sieht eine enorme mechanische Deformation, die wir dem Gletscher zuschreiben. Ich habe da so ein extrem deformiertes Stück dorthin gelegt, da ist nicht mehr viel übrig geblieben davon, aber das sind eigentlich sehr schöne holztektonische Objekte. Das ist mal das eine, die große Deformation. Dann das andere sind diese Dinge da. Das sind Stammoberflächen, die so gletschergehobelt worden sind, oder? Man sieht Rinde entfernt, Äste wunderbar runtergehobelt und dann sieht man noch etwas anderes. Man sieht hier Klasten, die der Gletscher die unter großem Druck in das Holz eingepresst wurden. Also das muss ja wohl der Gletscher gewesen sein, oder? Durch diese Bearbeitung. Diese Klasten haben sind sehr gute Dokumente, weil sie zeigen, der Gletscher war aktiv, massiv. Druckausübung, sodass man diese Dinge bis 10 cm im Holz drin findet. Das heißt, man merkt das dann erst, wenn man mit der Motorsäge versucht durchzusägen und dann nicht nur Holzspäne, sondern so schöne Funken hinten rauskommen. Oder? Also das ist das ist eigentlich das Wichtigste von diesen beiden Bildern. Sie sehen, hier steht Holzschmuckel. Die Dendrochronologie von diesen Proben, die macht Kurt Nicolussi in Innsbruck. Also muss er ja die Proben irgendwie aus der Schweiz nach Innsbruck bringen. Und Sie sehen auch, das ist nach einer Expedition zum Unteraargletscher, haben wir da sein Auto vollgeladen. Und das ist dann, also ich zeige Ihnen das Bild, damit Sie sehen, das sind nicht Einzelfunde. Wir haben ungefähr noch 3.500 Funde, die nicht datiert sind. Also das ist viel Holz.
Aber das da ist, war dann speziell, oder? Da hat einmal, hat dann der österreichische Zoll hat dann Kurt erwischt, oder? Und dann haben sie ihn gefragt, es sei unverständlich, weshalb er so miserables, himmeltrauriges Holz aus der Schweiz nach Österreich nehme, was denn mit den Schweizern los sein, was die ihm da andrehen, oder? Also, ja, aber das ist ja, das Material hat keinen Handelswert, es hat nur wissenschaftlichen Wert, oder? Und dann, ja, es brennt aber auch, oder? Gut, das zum Spaß. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie alt sind diese Objekte? Das ist für einen Geologen das Zentrale, oder wir wollen immer wissen, wie alt und wann und wo und so. Und hier, wir haben zwei Möglichkeiten, Datierungen, 14C und Jahrringe. 14C ist ein radioaktives Isotop, Dendrochronologie, da zählt man die einzelnen Jahrringe so, wie sie sind. Jetzt gibt es aber ein Problem und das ist der Dufriese-Effekt. Der Dufriese-Effekt beschreibt den Zusammenhang zwischen Sonnenstrahlung und C14-Produktion in der Atmosphäre. Viele Sonnenflecken, starke Sonne, starkes Erdmagnetfeld, erdnahe Atmosphäre vor kosmischer Strahlung abgeschirmt, weniger C14 für den Biozyklus. Das heißt, C14-Messungen müssen für die Verwendung als Kalenderjahre sogenannt kalibriert werden, also umgerechnet werden. Da gibt es eine berühmte Kalibrationskurve von Hans Süß etc., die immer wieder erneuert wird, kalifornische Pinus-Kurven. Ich sage eher die Kalibrationstreppe. Nun, das so der Hintergrund. Und jetzt, das war das erste Diagramm, das wir produziert haben, mit der DIS von Anne Hormes. Da haben wir Altersbeziehungen da 0, hier 0. Und da sieht man nun diese ersten Probenserien, die wir datiert haben. Und da bin ich irgendwie stutzig geworden, oder? Ich habe zuerst gedacht, das gibt eine riesige Punktwolke. Das ist einfach alles, die Punkte sind überall. Das stimmt nicht. Die sind offenbar ziemlich geordnet in einzelnen Zeitintervallen. Und wenn wir im nächsten Dia diese Proben um 4000 anschauen, dann wird es noch unheimlicher, oder? Das ist jetzt die Kalibrationskurve oder Kalibrationstreppe. Und Sie sehen nun hier in diesem Bereich, da ist jedes Rechteck, ob mager oder etwas besser genährt, also schlechtere Statistik, bessere Statistik, sieht man nun, dass diese Proben auf den Treppenstufen liegen. Also nicht irgendwo sind, sondern auf den Treppenstufen. Das heißt, der Dufriese-Effekt hat voll zugeschlagen, wir bringen diese Proben auf diese Treppe, die liegen dort. Die sind nicht dazwischen, sondern dort, wo die Sonne offenbar aktiver war und dadurch weniger C14 in den Biozyklus gekommen ist. Das kann man so erklären, also Sonnenaktivität, starke Sonne, starkes Erdmagnetfeld, Abschirmung gegenüber der kosmischen Strahlung, deshalb weniger Produktion des radioaktiven Kohlenstoffes als Einbaumöglichkeit in die Biosphäre, also auch in uns, oder? Und deshalb dann die 14C-Produktion bei der schwachen Sonne geht dann eben hoch, oder? Also hier sind wir auf den Treppenstufen, am Sünneln sozusagen, oder? Und hier Pullover anziehen. Das hier ist ein spezielles Objekt, das ich Ihnen einfach zeigen muss. Das ist ein Zufallsfund. Diese Wespe stammt so aus einem Hamburger. Und diese Wespe ist einmal praktisch intakt, hat also die ganze Gletscherbelastung ausgehalten, mehrmalige Gletscherbelastung, konnte fantastisch bestimmt werden und eben dann auch datiert. Und in der nächsten Aufnahme sehen Sie die Datierung. Das ist nun eben wieder typisch, die C14-Messung, die zeigt uns 7952 C14 Jahre vor heute. Sehr kleines Plus-Minus, also sehr genaue Datierung. Und wenn wir nun mit dieser Zahl in die Kalibrationskurve gehen, dann, hätte ich beinahe gesagt, liegen wir wieder flach auf einer solchen Treppenstufe. Das wahre Alter ist dann zwischen 6700 und 7000 Jahren vor heute, eigentlich über C14 nicht bestimmbar.
Also diese Wespe ist in einer Zeit im Grimselpassgebiet rumgeflogen, als es die Sonne relativ aktiv war, sagen wir es einmal so. Das ist mein Lieblingsbeispiel. Gut bestimmbares Objekt, klare Herkunftsaussage aus den Hamburgers, aus den gepressten Torfen und fantastisches Objekt, um diese Problematik aufzuzeigen. So, eine Art Zusammenfassung bereits etwas. Sie sehen hier nun wieder eine Zeitachse, diesmal ist 0 hier, da sind wir, zurück 12.000 Jahre. Und Sie sehen hier, der Hintergrund ist Schraffier, blau-grau gegenüber gelb-beige. Und dieses Blaugrau fällt zusammen, das haben wir natürlich so rekonstruiert, das ist die Rekonstruktion, die Zeiten zwischen diesen Probenbalken, zwischen diesen Histogrammen, ist nun eben blau eingefärbt, blau-grau eingefärbt. Dieses sind unsere Proben, Sie sehen auch Probenhäufigkeiten, und das heißt nun, wir haben aus dem Grimselgebiet, aus dem Wallis und aus dem Bernina-Gebiet im Oberengadin haben wir diese Probenfunde, also über den Schweizer Alpenraum verteilt. Und wir interpretieren ein solches Diagramm so, dort wo wir Proben haben, dort konnten Lärchen, Arfen, Torfe wachsen in Gebieten, die heute oder die 2005 noch vom Eis bedeckt waren. Und dass diese graublauen Phasen wären dann die eisfreien Phasen, also reduzierte Gletscherphasen. Das ist so eine erste Interpretation. Dann muss ich zurück. Dann gibt es eine ganz interessante Situation. Da ist plötzlich sehr viele Proben im Wallis, dann ist plötzlich ein breiterer blau-grauer Streifen. Das ist ein besonderes Ereignis. Das ist dieses berühmte, in den grönländischen Eisbergkernen berühmte Ereignis 8,2000 vor heute. Und die Frage war immer in den Alpen, kann man dieses Ereignis, das die Physiker, Klimaphysiker so als wichtig darstellen, überhaupt in den Alpen auch finden? Und das hat man nun gefunden im Glacier de Momine, wo man zeigen konnte, dass nun innerhalb von 3 Jahren ist die ganze Vegetation, die vorher da war, eingebrochen, verschwunden, Gletscher zugedeckt und weg. Also es ist sehr schnell gegangen. Das hat Kurt Nicolussi über diese wunderschönen Stämme zeigen können. Also das war eigentlich das erste Mal und das einzige Mal bis jetzt, dass man dieses saubere Miteinander Grönlands und vor allem der Westalpen zeigen konnte. So, ich habe dann das so dargestellt, oder? Das ist natürlich absolut frech, oder? Hier, La Vallée du Momine, 2005 Anno Domini, Zeit der Probenahme, hier sehen Sie noch einmal das wunderschöne Gletschertor. Und dann habe ich meinen alten Malkasten hervorgenommen und halt, ja, versucht, das Tal so darzustellen, um die Zeit vor 8400 oder vor 8400 Jahren, bevor die ganze Sache wieder losgegangen ist. Und so kommt man auf eine Gebirgsszenerie, die halt etwas anders aussieht. Oder? Ich dürfte ja solche Dinge gar nicht machen. Ich bin ja Geologe, oder? Und dann ist das so. So, und jetzt, eine der großen Fragen ist ja immer, es ist ja gut und recht, oder? Die Schweizer sollen nur Freude haben an ihren Alpen und an den Hölzen und so, das ist alles schon recht. Aber was soll das, oder? Es gibt ja die große Welt. Und ja, hier habe ich mich auch einmal aufgehalten, im nördlichsten Zipfel der antarktischen Halbinsel, King George Island. Und dort haben die Russen eigentlich das Gleiche gefunden. Die haben Küstenprofile gefunden mit verschiedenen Moränenablagerungen und dazwischen Marineablagerungen mit wunderschönen Muscheln, haben die datiert. Ich zeige Ihnen dann nachher die Resultate. Also auch da unten war etwas los in der Antarktis. Dann, hier haben wir die Antarktis da unten, hier Cumberland Peninsula, nördliches Kanada, Baffinland. Dann hier sind die Schweizer Alpen und da hinten wäre noch Svalbard.
also der nördlichste, das im Nordmeer drin. Und ich nenne nun diese Kombination das goldene Dreieck. Das goldene Dreieck für die Holzene-Gletschergeschichte. Weshalb? Hier in Baffinland hat man beim zurückgehenden Gletscher wunderschöne Moose, kleine Birkenzweige und so weiter gefunden, hat die datiert, hat das Gleiche gemacht auf Svalbard, wiederum Moose, kleine Birkenzweige und so weiter, die gleichen Alter ergeben. Und das ist natürlich eine sehr interessante Sache, dass gewisse Inspirationen gibt und erlaubt. Und jetzt komme ich wieder mit diesem Treppendreieck-Diagramm, das kennen Sie jetzt wieder von vorher. Und da habe ich die Proben King George Island, Cumberland Peninsula und Svalbard eingetragen. King George Island, da liegt hier eine dieser Proben, wunderbar auf der Stufe. Dann haben wir Cumberland Peninsula, also nördlichstes Kanada. Das sind diese Diamanten hier, hier, schön wie es sich gehört. Und da unten bei den kleinen Treppenstufen. Und dann Svalbard zu guter Letzt ebenfalls auf diesen Treppenstufen. Also, ja, ist mal so eine Darstellung, oder? Das ist ein fürchterliches Diagramm. Ich bitte nicht um Entschuldigung, ich versuche es zu erklären, oder? Was ist da alles drauf? Da ist wieder einmal eine Zeitachse und diese Zeitachse ist speziell. Vielleicht hat das ja unter Ihnen Archäologinnen oder Archäologen. Und die machen den Geologen immer das Leben schwer, weil deren Zeitbezug ist immer dieses berühmte Null, oder? Das ist das christliche Abendland und dort, wo es angefangen hat, oder? Und das macht es so schwer mit dem Vergleich der Zeitachsen. Da muss man dann immer diese 2000 Jahre dazu zählen, dass man auf der geologischen Zeitachse landet, oder? Also bitte beachten Sie das. 2000 heute, das ist nicht das geologische Null, sondern eben das christliche Abendland 2019 heute. Da geht es zurück, bis zur jüngeren Dryas, also bis zu den Ägäsenmoräne am Julierpass. Hier ist dargestellt einmal da oben eine Interpretation der Temperaturentwicklung aufgrund der Höhenlage der Baumgrenze in den österreichischen Alpen. Und dann kommen Daten aus der Schweiz, die dies von Anne Hormes, da diese offenen Rechtecke, das sind die Zeiten mit kleineren Gletschern als 2005. Und unten die Soulieurin, kleinere Gletscher als 2005, vor allem aus dem Engadin. Dann habe ich etwas gemacht. Ich habe dann die Daten King George Island eingetragen, wo die Daten liegen, der Russen. Dann habe ich Svalbard eingetragen, nördlichstes Nordeuropa. Dann habe ich Baffinland eingetragen, wo deren Daten liegen. Nachher habe ich noch etwas anderes gemacht. Das Bezugsniveau in allen Klimageschichten ist ja Ötzi. Das ist der Bezugskollege für alles, was da losgegangen ist. Oder? Und der ist hier. Dieses etwas mehr als 3000, aber eben in wirklicher Zeit mehr als 5000 Jahren vor heute, ist er da irgendwie umgekommen in den österreichischen Alpen. Nachher gibt es da oben, gibt es etwas SJ, das ist das Schniedejoch. Das ist ein Übergang zwischen dem Kanton Wallis und dem Kanton Bern im Berner Oberland. Und dort hat man eben auch sehr interessante archäologische Funde gemacht. Man hat den Schniedi nicht gefunden, man hat aber vom Schniedi Pfeil und Bogen gefunden und ein paar alte Lederhosen. Und diese alten Lederhosen vom Schniedi, das waren bereits Import aus China, das war nämlich Ziegenleder und dieses Ziegenleder, das man dort gefunden haben, stammt von Ziegen, die mit asiatischen Ziegen verwandt sind. Also da kann man eine wunderschöne Geschichte drum bauen, oder? Also, Schniedejoch, da hat man einmal Funde aus dieser Zeit, höhere Temperatur, guter Alpenübergang, dann Funde aus dieser Zeit hier, über die Zeit bis über 2000 Jahre war da immer wieder etwas gegangen,
Dazwischen hat man probenfreie Zeit, die genau mit dieser Depression der Wald, der Temperatur aus den Ostalpen übereintrifft. Also das ist schon fast unheimlich, wie das klappt. Und dann noch eine jüngere Phase, genau um die Römerzeit, hier auch am Schniedejoch. Also das war eine Art Zusammenfassung dieser, ja, dieser Kenntnisse. Österreichische Alpen, Schweizer Alpen. Das Originaldiagramm ist jetzt in einer Publikation von Gernot Patzold. Dann musste ich natürlich die Wespe eintragen, oder? Die Wespe, knapp 5000 vor heute, hier in dieser Phase mit kleineren Gletschern. Und dann sind hier noch zwei weitere Signaturen. Diese Signatur da mit dem Stern und... zu schnell gegangen. Und dann das Rundummeli im größeren Kreis. Jetzt zeige ich Ihnen, was das heißt. Beachten Sie aber bitte, wo wir hier zeitlich sind. Wir sind hier zeitlich, archäologische Zeitskala 8000 vor Christus, wirkliche Zeitskala 10.000 vor Christus. 10.000 vor heute, Entschuldigung. Ich habe dort, ist eines der Exemplare in Plastiksack drin, stammt von Begleitfunden zu einem Objekt von dort. Nun, zuerst hier am Tscherva-Gletscher, die eine Probe mit dem Punkt da. Sie sehen, das ist ein Stammstück, das andere liegt hier. Hier liegt das Objekt der Tat, oder die Motorsäge, fantastisch gesägt. Das ist dieser jüngste Fund am Tscherva, den wir vor 2 Jahren bergen konnten. Hier sehen Sie, wie das aussieht. Der Förster Chanandri, der mitgekommen ist, 17, haben wir hier dieses Objekt beproben können. Nachher ging es eben weiter und diesen Sommer, ist auch Chanandri hat uns hier geholfen, haben wir dieses fantastische, das ist einfach ein großartiges Objekt, schon nur als Objekt, als Fundstück haben wir das gefunden, am Morderatsch-Gletscher, hinten im Morderatsch-Tal und etwa 20 Meter vor der Gletscher vom Eisrand diesen Sommer. Und Sie sehen hier einmal einen ziemlich geradlinigen, kleineren Lärchenstamm, dann ein größeres Monstrum oder fantastisch noch der halbe Wurzelstock ist dran, die Rinde ist noch dran, also wunderbar. Das ist nun wirklich selten und selten auch noch deshalb, weil im Umfeld dieses Fundes ist auch noch ein alter Boden, konnte man einen alten Boden nachweisen, das hat man bisher in diesem Alter nicht machen können. Also das ist schon einmalig, oder? Und eben auch einmalig ist nun die zeitliche Einordnung, in diesem Bereich hier, diese beiden jungen Stämme, sowohl Tscherva als Morderatsch, kommen in diese Zeit über 10.000 zurück. Der Fund vom Morderatsch-Gletscher, der letzte Fund hier, das ist bisher der älteste Fund aus dem Alpenraum überhaupt. Dieser Baum ist um 10.300 abgestorben, um 10.500 hat er angefangen zu wachsen, also näher bei 10.600. Also das ist nun wirklich einfach ein gutes Stück, würde man sagen. Also, der liegt hier drin. Also, ich versuche das etwas zusammenzufassen. Und zwar hier, oder der Titel Blümlis Alp oder Hannibal und Hannibal. Blümlis Alp sagen, das wissen Sie, das sind diese Sagen aus dem alpinen Raum. Das handelt meistens um eine wunderschöne Sennerin, die auch im Sommer auf der Alp ist und die etwas Dummes angestellt hat oder etwas, das man eigentlich nicht so anstellen sollte und so. Und die musste gestraft werden. Und die Strafe erfolgte dann meistens nachts, oder? Und da hat der Herrgott alles losgelassen und die wunderschöne Alp wurde überfahren mit Steinen und Holz und allem Wüsten, oder? Die Strafe kommt, oder? Und das ging immer sehr, sehr rasch. Das ist für mich sinnbildlich für diese raschen holozänen Gletschervorstöße, denn der Mensch war ja da, seit mindestens 6000 Jahren, oder? Also die Blümlis Alp sagen, sind hochinteressant, nicht wörtlich zu nehmen, aber sinnbildlich zu nehmen.
Und Hannibal, da haben mir Schweizer Kollegen gesagt, also jetzt musst du aufpassen, das ist ein anderes Weltbild. Du zerstörst das heimatliche Weltbild in der Schweiz, weil die Alpen sind weiß und im Alpenglühen sind sie rot. Und wenn du mit deinem Zeugs kommst, dann sind sie plötzlich nicht mehr weiß und nicht mehr rot und nicht mehr grün, also nicht mehr Schweizer Alpen, oder? Und Hannibal ist ja bei relativ guter Situation über die Alpen gequert. Da kommt noch etwas dazu. Die Römer haben ja auf ihren Expeditionen immer wunderschöne Tagebücher geschrieben. Die haben alles aufgeschrieben, fantastisch. Die haben nie etwas von Gletschern geschrieben bei ihren alpinen Traversen. Das für mich hat das zwei Gründe. Entweder waren die Gletscher damals nicht sichtbar von den Pässen aus, oder die Römer sind ausschließlich nachts unterwegs gewesen. Oder? Das ist, gibt nur zwei Möglichkeiten. Also, deshalb der Hannibal, oder? Also, jetzt ernsthaft. Das war auch ernsthaft, oder? Jetzt über 50% der Zeit, seit 11.000 Jahren, waren die Gletscher eben kleiner in den Alpen als das Bezugsniveau 2005. Das heißt also, eine Dominanz der hannibalistischen Welt. Nachher, Alpengletscher mit großer Bilanzdynamik. Vorstöße rasch und kurz. Rückzüge ebenfalls. Aber da die kleine Eiszeit, die hat die längste Gletscherausdehnung, die mächtigste, seit der letzten Eiszeit produziert. Hochstand 1851. Seither stufenweises Rückschmelzen. Nachher etwas Interessantes, wenn man auch die eiszeitlichen Dinge betrachtet. Jede Erwärmung zeigt einen beschleunigten exponentiellen Verlauf. Das sind nicht lineare Beziehungen. Nachher die Proben, die ich gezeigt habe, stammen aus dem Talbereich unter den heutigen Gletschern. Bezugsniveau ist 2005. Häufig die schönsten Glacier de Momine, Morterac, Cierva zeigen eine Waldgrenzerhöhung um 300 Meter mindestens. Das entspricht einem Temperaturanstieg von etwa 1,8 Grad. Also das sind 0,6 Grad pro 100 Meter hochsteigen. Nachher habe ich schon gesagt, keine linearen Inter- und Extrapolationen von Gletscherschwankungen. Das wird zum Teil immer noch gemacht, da rege ich mich natürlich auf, aber was soll's. Nachher vielleicht das Wichtigste, dass die Probenalter dieser Proben, die an der falschen Stelle liegen, wie ich gesagt habe, oder eben in definierte Zeitfenster gehören oder auf definierten Treppenstufen, ist besser, oder? Also probenbelegte Zeitfenster, Platos der Kalibrationstreppe, Döfries, können Sie sich vorstellen, dass diese Wespe da im Grimselgebiet eben eine fantastische Landung gemacht hat auf so einer Treppenstufe der Kalibrationskurve, oder? Also muss man sich, ja, geht nicht anders, oder? Nachher kommt natürlich die Frage, oder? Was hält denn das Holozän im Innersten zusammen? Die Sonne. Atmosphäre und Ozeane dienen, nach meiner Meinung, nach diesen Beobachtungen, als Vehikel. Und das ist die gesägte Scheibe des jüngsten Fundes vom Morterac-Gletscher. Ein wunderbares, wunderschönes Stück. Das ist nicht das, das dort liegt. Mit den Händen von Jean-André, dem Förster. Und damit herzlichen Dank für Einladung und Zuhören. Danke schön. Und wir sagen herzlichen Dank dafür, dass Sie gekommen sind und uns haben teilnehmen lassen an Ihren Erkenntnissen, an Ihren Forschungsergebnissen. Gibt es dazu Kommentare, Fragen? Ja, guten Tag, Dr. Göring von Eike. Wir hatten ja letztes Jahr den Kollegen Patzelt aus Innsbruck, aber der war ja schon pensioniert. Das heißt, der konnte sich erlauben, Dinge zu sagen, die vielleicht nicht so ganz ins Weltbild des Zeitgeistes passen. Wie ist das bei Ihnen? Bin ich zu laut?
Zu leise, jetzt besser, ja? Ich habe es nicht ganz genau verstanden, aber ich weiß, was. Können Sie mich jetzt verstehen? Ich verstehe Sie trotzdem, auch wenn ich die Worte nicht ganz verstanden habe. Okay. Also, General Patzelt macht ja das Gleiche. Oder? Und vor kurzem ist ja sein wunderschönes Buch rausgekommen, das Sie ja unbedingt sich aneignen sollten, mit allen seinen Daten, wunderschönen Fotos und so weiter. Wunderbar. Gernot braucht vielleicht etwas andere Formulierungen als ich. Ich betrachte mich immer noch so als mittendrin. Und ich möchte den Kollegen, den großen Gurus in den Klimawissenschaften, mit steten Arbeiten und so weiter, doch beibringen, bitte betrachtet die Sonne auch. Oder? Wenn ich mit Thomas Stocker, ich streite mit Thomas Stocker nicht. Er hat mir zwar einmal gesagt, etwas gesagt, das beeindruckend ist, oder? Das Geo hat ja ab und zu einmal so 2, 4 oder 6 Seiten für die Schweiz bei gewissen Ausgaben. Und einmal hat das Geo diese Schweizer Seiten diesen Hölzern gewidmet. Mit sagenhaft schönen Fotos oder einfach gut, oder? Aus meiner Sicht. Thomas hat dieses Zeug gesehen. Als er das Heft angeschaut hat, ist er sofort zu mir ans Institut gekommen, Montagmorgen, etwa 8:30, so, und hat mir gesagt, ich muss das Berndeutsch sagen, oder? Chrigu, hör auf mit deinem Seich. Chrigu, das ist mein Name, Christian, oder? Hör jetzt auf mit diesem Quark, oder? Also, seither sind so ein paar Jahre vergangen und ich habe weitergesammelt. Thomas hat zum Teil in seinem Labor die Proben auch C14 datiert. Und ich will diese Daten, die ich als sauber empfinde, ich kann Ihnen das alles zeigen, oder? Ich kann das auch den Gurus zeigen, alles, die wissen das genau. Thomas weiß das ganz genau. Die will ich nicht, dass sie in einer Polemik kaputt gemacht werden. Das will ich nicht, oder? Und da habe ich manchmal etwas Angst bei Gernot. Ja, wir sind halt auch etwas verschiedene Menschen, oder? Und in der blauen Tasche ist ja ein Exemplar der schlimmsten Zeitung, die in der Schweiz gedruckt wird, oder? Und dort drin ist dieses Interview mit mir und nachher auch mit Thomas. Aufgrund von diesem Interview wurde ich dann wieder zitiert von Thomas Stocker. Und dann haben wir die Welt wieder etwas verbessert, nicht gerettet, oder? Ich muss die Welt nicht retten. Thomas muss vielleicht. Und das ist eben das fundamental andere. Thomas ist ein Neptunist. Die Ausbildung von Thomas ist durch die Ozeane gegangen. Er war bei Wally Bröcker, die Ozeane kontrollieren das Geschehen auf der Erde. Ich bin Terrestriker. Ich bin Sonnenanbeter, in Anführungszeichen, oder? Und das ist so und ich finde das eben interessant. Und in dieser Dynamik, ja, möchte ich eben weiterfahren, oder? Und es ist zu spannend, oder? Dann ja, bin ich vielleicht etwas zu vorsichtig, oder wir Schweizer haben sowieso Minderwertigkeitsgefühle, mit Ausnahme von ein paar. Und dann, ja, jetzt habe ich wieder zu viel gesprochen. Entschuldigung, Frau Vorsitzende, Entschuldigung. Sie nicht, ganz bestimmt nicht, aber es gibt noch eine weitere Wortmeldung. Einfach nicht mehr fragen. Ich habe eine Frage zum Gletscherrückgang und zwar im gesamten Alpenraum, auch in der Schweiz, wird der Gletscherrückgang ja als katastrophal, als einmalig, als nie dagewesen hingestellt. Und in der Schweiz gibt es sogar eine CO2-Initiative, die nennt sich Gletscherinitiative, um da mit dieser
Besorgnis um den Gletscherrückgang eben Werbung auch für andere Sachen zu machen. Wie beurteilen Sie aufgrund Ihrer Fakten und Zahlen, die Sie recherchiert haben, diese Aussagen über den angeblich dramatischen Gletscherrückgang? Muss ich tatsächlich etwas sagen? Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Ich will nicht unhöflich sein, aber... Christian, darf ich schnell was fragen noch? Du hast gesagt, die Gletscherrückgänge seien nicht linear. Wenn man sich das Ganze auf GLAMOS ansieht, das ist das Schweizer Gletscherbeobachtungswerk, wo man sich Gletscher ausdrucken lassen kann mit Massenabnahmen und Längenabnahmen. Da sieht das aber sehr linear aus. Das war eine Frage, die ich jetzt noch gerne stellen möchte. Es sieht linear aus und du sagst, es sei nicht linear. Also, ich versuche die Frage zu beantworten, bitte dich aber vorher, nimmst du bitte meine Proben zurück in die Schweiz? Gut, danke. Also, da kann ich nur etwas antworten. Es kommt darauf an, zu welchem Zeitpunkt du beginnst. Beginnst du 1850? Beginnst du 1900 in dieser Betrachtung? Beginnst du vor 30 Jahren oder wann? Ich habe vielleicht irgendwo noch ein Diagramm vom... ist es noch aufgeschaltet? Nein, nicht mehr. Lassen wir das. Braucht nicht. Wenn wir die Rückgänge betrachten, also 1850, Hochstand, kleine Eiszeit, dann beginnt dieses Rückschmelzen ziemlich dramatisch. Wir haben einen ersten Wiedervorstoß in den 1880er Jahren um mehrere hundert Meter. Dann geht die Sache wieder zurück bis in die 1920er Jahren. Dann haben wir einen wunderschönen Wiedervorstoß mit ausgebildeten Moränen. Dann haben wir einen halbdramatischen Rückgang über die warmen Jahrzehnte. Und dann haben wir einen plötzlichen Wiedervorstoß, der dann 1979 begonnen hat und bis 1991 gegangen ist, doch mit massiven Vorstößen. Mit Ausnahme dieser, der letzte Vorstoß hat die großen Gletscher, also Aletsch, Fischer und Gorner, nicht erfasst. Die haben aber also eine Massenbeule ist dann durch den Gletscher runtergewandert, also so wie wenn der Gletscher schwanger wäre und dann so eine wunderschöne Beule, Massenbeule gebracht hat. Oder? Dem sage ich nicht linear. Und ich sage das absichtlich, nicht absichtlich, weil der Initiant der Gletscherinitiative lange Zeit, jetzt macht er es nicht mehr, vertreten hat, Gletscher 1850 hier, 1990 da, 2100 da. Also von dort kommt die lineare Weltbetrachtung. Aber wenn man, darum sage ich, es kommt darauf an, wo du beginnst, oder mit der Betrachtung. Wenn du kurz genug beginnst, oder wenn du 1990, 91 anschaust, dann kannst du einen Strich durchziehen. Ja, noch eine Wortmeldung. Ich sehe, ja, da. Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Hublitz. Eine Frage, gibt es vergleichbare Untersuchungen für die Anden? Also Ihre Untersuchungen sind ja für die nördliche Hemisphäre. Und allgemein bei der Klimadiskussion wird ja gesagt, ja, also die ganzen Temperaturrekonstruktionen, das gilt ja alles nur für die nördliche Hemisphäre und global schaut es ganz anders aus. Deswegen meine Frage, gibt es was Ähnliches für die Anden und quasi die südliche Hemisphäre auch mit vergleichbaren Ergebnissen abzudenken? Danke. Also ich habe ja das eine Beispiel gezeigt von der antarktischen Halbinsel von King George Island. Das ist dort für den Zeitabschnitt praktisch identisch. Wir haben in den chilenischen Anden ebenfalls so gearbeitet.
Dort war die Enttäuschung sehr groß. Enorme Holzmengen, sehr viele Holzmengen, aber eigentlich gar nichts, das älter wäre als 2000 vor heute. Dort sind die Gletscher offenbar so virulent, so aktiv, dass die dann jeweils, was vorher war, wirklich rausgeräumt haben. Oder? Das ist ein Verhalten der Massenbilanz über die Zeit, also wie schnell das abläuft und welche Massen umgesetzt werden. Dann gibt es sehr vergleichbare Dinge aus Himalaya. Es gibt fast identische Dinge aus den nordamerikanischen Gorilleren, also aus der Sierra und aus den Rockies. Es gibt interessanterweise auch gute Daten aus den neuseeländischen Alpen, aber da sind wir bis jetzt auch nicht über diese 2000 zurückgekommen. Oder? Also für mich ist das goldene Dreieck, wie ich es bezeichnet habe, eine aktive Arbeitshypothese. So. Für mich persönlich mehr als Hypothese, aber ja. Ja, und hier noch eine letzte kurze Frage. Sie haben gerade das Stichwort Himalaya erwähnt. Da fällt mir ein deutscher Wissenschaftler ein, der vor 10 Jahren vorausgesagt haben soll, dass 20, 30 oder 35 der Himalaya völlig abgeschmolzen sein soll. Der Herr Schellenhuber, können Sie dazu was? Wie ist der Stand denn im Himalaya heute? Wissen Sie das? Ja, das ist eine schwierige Frage, oder? Weil es gibt ja diese Kontroverse über die Himalaya-Gletscher dann im Zusammenhang mit dem IPCC. Dieses sehr unschöne Gestürm und so weiter. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe im angewandt geologischen Teil Gletscher im Himalaya besucht. Ja, das mal ein Teil der Antwort. Und die genau gleichen Aussagen gibt es ja auch über die alpinen Gletscher, oder? Es ist beim großen Gletschervorstoß in den 80er Jahren, da gab es eine Reklamesendung und Reklamen in den Berner Zeitungen. Besuchen Sie Grindelwald, bevor das Dorf unter dem Grindelwaldgletscher bedeckt ist. Zum Teil von den gleichen Autoren, die heute die Hitzewelle über die Alpen ziehen lassen, oder? Ich bin nicht Prognostiker. Ich stelle fest, dass... Genau, aber diese Frage leitet vielleicht perfekt über zu dem nächsten Vortrag.